Hallöchen, ihr freshen Leute. Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tomb Raider 3. Jo, wir waren hier stecken geblieben. Irgendwie sage ich das ziemlich oft. Wir waren hier in Indien, in den Tempelruinen. Nach wie vor und... hier ist noch ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind bislang. Oh. Heureka! Ein Secret! Eins von der geheimnisvollen Sorte. Ja, ich weiß, der war richtig schlecht. Und darauf muss ich erstmal schön aufmerksam machen. Ah! Das ist ja fies. Jetzt kann ich das Medikit ja gar nicht mehr einsammeln. Nee, das möchte ich noch haben. Weil ich ja in diesem Part bislang noch nicht so viel gemacht habe, kann ich das ja jetzt auch eh machen. Ne? Derzeitige Position. Laden wir einfach den gleichen Spielstand, den wir eben angefangen haben. Oder, ja, den ich geladen habe, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und dann mache ich eben das, was ich gerade eben gemacht habe, halt nochmal. Warum auch nicht? Mich wundert allerdings, dass es so leicht ist, an dieses Secret ranzu... Das ist gar nicht der Weg. Dieses Ding soll wie eine Wand rüberkommen. Ganz... und da ist ein Hebel. Nur so gesagt, ich habe diesen Stein eher bemerkt als den Hebel. Das ist auch nicht ganz so, wie es sein sollte, ne? Leck! Leck bitte nicht, wenn ich mich an Pfeilen vorbeischleichen möchte. Da war es kaputt. Ja. Okay. Ja, das ist ziemlich schwer. Vielleicht auch gar nicht machbar, aber mindestens einmal möchte ich es noch versuchen. Na. Naja, was soll's. Wir haben ja ewig Zeit. Theoretisch. Also mache ich mir auch überhaupt keinen Druck. Boah, diese Wandmalungen, ne? Ich weiß ja nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Aber derjenige hatte bestimmt irgendeinen Fetisch. So. Sammeln. Springen. Geschafft. Und so, liebe Freunde, sind wir um ein kleines Midi-Pack reicher geworden. Warum ducke ich mich nicht einfach nur? Das würde alles erheblich einfacher machen. Scheiße! Ja, das ist auch arschig gemacht. Ich glaube, das waren nur Fackeln, aber die sind so positioniert worden, dass man sich vergiften lassen muss. Ne? Das ist ja wohl... kann ja wohl nicht angehen hier, ne? Ja, hier kam der Stein her. Von da. Wo auch immer der dran befestigt gewesen sein soll. Auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das den Entwicklern schnurzpiep egal ist oder ob sie einfach nicht die technischen Möglichkeiten hatten. Wobei, hey, wie soll man es auch realistisch machen, dass ein Stein hier oben irgendwie passend festgehalten wird. So, ich kriege hier sicherheitshalber so, nicht getroffen worden. So muss das sein. Jetzt den Hebel ziehen, der eigentlich der Weg war.
Oder der den eigentlichen Weg für uns eröffnet. Diese Lichtgebung, die macht mich paranoid. Begründet macht sie das. Kletter hier hoch. Hier muss man durch. Ich weiß, dass es so ist. Ah. Ja, haben wir es geschafft. Da seht ihr es. Man muss hier so springen, dass man möglichst weit drin ist, dass man schon optimal hier rein kann. Oder hier durch kann. Durch die Pampe. Hier können wir hoch. Da müssen wir, wie es ausschaut, hin. Und ich glaube. Oh nee, ich dachte, da wäre so eine Schräge. Oder so. Aber dem scheint nicht so zu sein und wir können hier einfach hoch. Schön, 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 schön. Bislang läuft dieser Part ja eigentlich ziemlich glatt. Ein Äffelein, das hier irgendwie reingekommen zu sein scheint. Wie auch immer es das geschafft hat, weil ich meine, hier reinzukommen war ja gar nicht mal so leicht. Aber dieses Äffchen kann ja auch klettern und ist ein bisschen kleiner als wir. Daher möchte ich das mal so nicht hinterfragen. Hier müsste man eigentlich auch kriechen können. Ja, ohne Scheiß, es ist zeitversetzt, das kann ja wohl nicht angehen. Mann, 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 Mann. Da kommen Stachelwände, das hätte ich voraussehen müssen. So, an dieser Stelle gibt es einen kleinen Cut für euch, meine lieben Zuschauer. Mache ich diesen Cut und wir sehen uns gleich wieder im selben Video, wenn ich das geschafft habe. Wieder, was wir bis jetzt alles geschafft haben in diesem Part. Bis gleich und jo, was geht? Willkommen zurück, liebe Weißbrote und Let's Play-Konsumenten. Wir sind hier wieder erneut und es scheint so, als ob wir dieses Mal hier einfach durchrennen sollten. Und zwar schnell! Geschafft! Die Stachelwände bleiben auch da, wo sie sind und das finde ich gut. Und die Kamera hat natürlich auch toll mitgemacht und da ist schon wieder ein Äffelein. Und da war ein Äffelein. So schnell kann's gehen. Hier ist ein Stein. Das sehe ich von hier. Und den können wir benutzen, um irgendwie da hochzukommen. Und ziehen! Ich weiß zwar nicht, woran du diesen Block hier überhaupt greifst, aber zieh ihn! Jetzt schieb ihn. Immer wieder erstaunlich, dass Lara in der Lage ist, Blöcke, die um ein Vielfaches schwerer sein müssten als sie selber, selbst wenn es die gleiche Körpermasse hätte wie sie. Ich meine, Steine sind, so eine Stein-Lara wäre vom Gewicht her sicherlich noch um einige schwerer als Lara selber. Okay, kann ich noch verstehen, aber das hier ist mindestens das Fünffache vom Volumen insgesamt, wenn nicht sogar mehr. Da kannst du mir nicht erzählen, dass sie einfach in der Lage ist, das so zu tragen. Aber nun gut, diese Logik möchte ich jetzt nicht hinterfragen, denn hier gibt es so einige andere Logiklöcher, die ich schon eher hinterfragen müsste, die ich ebenfalls nicht hinterfrage, weil es einfach schwachsinnig ist, hier die ganze Zeit nur rumzumeckern, was denn hier alles unlogisch ist. So. Irgendwie kommen wir hier nicht so ganz weiter.
Was mich spontan zu der Vermutung bringt, dass wir hier irgendwo einen Schalter oder so übersehen haben. Das halte ich zumindest nicht für ausgeschlossen. So, von hier bin ich gekommen. Ja, da komme ich her. Und gegenüber ist kein Weg. Es führt kein Weg vor und kein Weg zurück. Also, ha, hier ist der Hebel. Ja, ja, man muss nur ein bisschen rumlaufen, ein bisschen komisch kommentieren und schon kommt die Lösung irgendwann sowieso von selber ins Auge gesprungen und verursacht eine Blinddarmentzündung. Oder auch nicht. Je nachdem, wie empfindlich man gegenüber solchen in Augen springenden Eigenschaften. Ich sollte aufhören zu reden. Geronimo! Ja. Hier ist der Hebel, der mich gerade auch ein bisschen an was anderes erinnert. Worauf ich aber nicht ansprechen möchte. Verdammt, ich hab's aber schon gemacht! Wieso hört die Musik auf? Ich dachte, hier wäre ein Secret. Weil wenn die Musik aufhört, ist das immer ein Zeichen für eben jenes. Aber ich lasse mich nicht beirren. Da ist ein Hebel. Wir haben ja schön viel Luft, ganz ehrlich. Wie kann man nur so lange die Luft unter Wasser anhalten und dabei auch noch Sport treiben? Das ist ein weiterer Hebel und anscheinend müssen wir beide ziehen, um eben jenes, wo ich eben hoch auftauchen wollte, in Stand zu halten. Und wir brauchen ein Medikit. Und zwar möglichst schnell, weil wir saufen hier gerade übelst ab. Ein kleines dürfte reichen. Da hätte ich wohl nicht so ungeduldig sein sollen. Noch ein kleines. Für unsere Lara. Gut, da habe ich jetzt wahrscheinlich einfach nur ein wenig Scheiße gebaut. Ich sehe schon die nächste Statue. Da auf der anderen Seite. Und da sind zwei Hebel im Wasser. Die möchte ich aber noch nicht aktivieren. Weil ich noch nicht weiß, was die machen und ich nicht weiß, ob ich dann gegen die Statue kämpfen muss. Und das nicht vielleicht sogar noch verhindern kann. Hier ist eine Tür. Wird wahrscheinlich durch den einen Hebel geöffnet. Und im Wasser befindet sich ja ebenfalls. Das sind drei Hebel. Eine weitere Tür. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was welche Tür hier, welcher Hebel macht. Deswegen aktivieren wir erstmal einen. Und gucken, was der so anstellt. Mit Sicherheit hat er irgendwas mehr oder weniger Nützliches gemacht. Die beiden Türen haben sich allerdings nicht geöffnet. Was war denn da los? Wo bin ich dagegen geknallt? Ist das eine optische Täuschung? Da ist eine Plattform in der Luft. Wie kann das denn sein? Eine unsichtbare Plattform. Aha. Da ist die nächste. Und das führt uns zu den Hebel dort oben. Ob der Schalter die Plattform gemacht hat? Ich weiß es nicht. Schätze schon. Und schon ist der Weg offen. Die anderen Schalter lasse ich erstmal Schalter sein. Speichern. Das ist eine sehr gefährliche Falle. Am liebsten würde ich eigentlich erst nach der Falle speichern, aber ich gehe davon aus, dass ich jetzt drauf gehe und dann möchte ich nicht alles nochmal ganz von vorne machen dürfen.
krieg jetzt schon Adrenalinschub. Lara, bist du irgendwie dumm? Heb den auf. Ich bin tot, das war's, ich bin tot. Diesmal kann ich keinen Medipack nehmen. Im Nachhinein nehmen. Ich kann überhaupt nicht mehr sprechen oder so, ne? Ich guck grad auf den Timer und denke, what the fuck, schon so eine Zeit erreicht, aber ich muss ja bedenken, dass ich noch 2-3 Minuten rausschneiden muss. Ja, aber im Nachhinein habe ich doch jetzt eigentlich eine ziemlich schöne Partlänge erreicht, habe aber auch gerade gesaved und dann würde ich sagen, weil sich das hier gerade so anbietet, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 3. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß und Tschüssikowski. Tschüss.